Mitglied, das kommt aus Dänemark. Das ist der ITD, das ist die Branchen- oder Branchenorganisation des Straßengüterverkehrs in Dänemark. Und die sind dort sehr optimistisch, dass der alte, klassische Weg, also sprich über Padborg und Flensburg, dass der nach wie vor Bestand hat. Und aus dänischer Sicht, das muss man sich einfach auch mal so ein Stück weit visualisieren, haben wir die Situation, dass ca. 75% bis 80% des Außenhandels über Hamburg, damit über Schleswig-Holstein, stattfindet. Auf der klassischen Route, da wird es sicherlich Verlagerungen auch Richtung Fehmarnbelt queren oder geben. Aber wir haben dann die Chance, dass es zwei Wege geben wird. Also das hat durchaus Vorteile, denn in der Logistik, auch im Handel und in Produktion ist die Planbarkeit, die steht ganz vorne. Also vor dem Hintergrund sehen wir das durchaus positiv und wir betrachten ja nicht nur Schleswig-Holstein als Teil dieses Weges, sondern wir müssen darüber hinausschauen nach Kopenhagen, nach Schweden und teilweise sogar nach Norwegen. Das sind eigentlich die Fragestellungen, die wir damit verbinden. 75 LKWs, die im Fernverkehr in getakteten Systemen unterwegs sind, wenn die sozusagen pro Tag eine halbe Stunde im Stau stehen, dann klingt das erstmal nicht viel, aber wenn Sie das hochrechnen bei ungefähr 65 Euro Stundenkosten, die sowohl für die Fahrer, also auch für den LKW sozusagen stehen, dann kommen Sie im Jahr auf ungefähr 670.000 Euro, die der Betrieb zusätzlich erwirtschaften muss. Und das ist eigentlich nur die Hälfte der Wahrheit, das kann man sogar noch ein Stück weit kalkulieren. Aber wenn Sie gerade in Fernverkehrssystemen, auch Kruse in Brunsbüttel hat das Problem, wenn die ins Ruhrgebiet fahren, dann ist das für uns als Individualverkehr-Teilnehmer relativ schlicht. Wir stehen 20 Minuten vor dem Elbtunnel und sind dann 20 Minuten später in Köln. Für Logistikketten ist das nicht der Fall, sondern dort haben wir Sprungverzögerung. Das heißt, 20 Minuten vor dem Elbtunnel, die steigen ja nicht dort ein, sondern die kommen aus Brunsbüttel, aus Flensburg, teilweise aus Dänemark. Dann haben wir den Effekt, dass wir Lenk- und Ruhezeiten haben. Das heißt, die kommen teilweise zu ihren Zielpunkten erst über Nacht. Und das summiert sich dann. Damit schwanken komplette Logistikketten von Produktion bis Handel. Und wir haben eben die Situation, dass wir in Schleswig-Holstein überschaubare Industrie Betriebe haben oder von überschaubarer Größe und die müssen in überregionale Märkte und die verlieren hier ihren Marktzugang und das gilt es eben da auch zu stützen. Das ist eigentlich so die Situation aus der Logistik heraus.